Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Alien Cube mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Oh, mir wird kalt, ich sehe das gerade. Jetzt müssen wir hier runter, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück, glaube ich, oder? Nein. Das war's. Also wenn da jetzt noch was war, finde ich es nicht mehr. Ja. Ich lauf mal. Oh. Wer bist du denn? Die Nase. Da geht's in den Tod. Steinmännchen? Oh, hier ist aber hübsch. Ich glaube, wir sind wieder woanders. Nee, doch nicht. Wir sind in der Hütte. Würde ich sagen. Ich hatte die Tür aber zugemacht. Ich will hier meine Ruhe haben. Die Zange ist weg. Da draußen ist irgendwas. Hört ihr das? Was ist passiert? Ich hatte eine schreckliche Vision. Schaufel? Okay. Ihr hört das auch, ne? Irgendwas macht da draußen Lärm. Das war nix. Das Ding sondert einen unerträglichen Gestank ab. Aha. Wir gucken uns hier mal weiter um. War das? Das war doch nicht seine Hütte, ne? Aber hier konnte ich sowieso nicht weitergehen. Hier ging's steil abwärts. Hier sind Mistforken. Warum? Block. Jetzt wird gebuddelt. Das ist ja meins. Tschüss, Haus. Aber ich glaube, hier kann ich zurück, wenn ich das möchte. Hier ist ein Baum auch umgeschmissen. Oder umgefallen. Aha. Jetzt erstmal wieder eine Hütte. Da ist eine Seite. Ein Mitglied der Ordnung. Wir haben die Kreatur erneut gesichtet. An dem Tag, an dem Edgar verschwand, haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Es ist ein prächtiges Exemplar, das sich sehr schnell entwickelt. Sein Wachstum ist bemerkenswert und schon bald wird es seine endgültige Form offenbaren. Die heiligen Schriften erzählen von ähnlichen Kreaturen, die von den alten Göttern gesandt wurden, um Menschen zu bestrafen. Na toll! Da kommen wir nicht rein. Jetzt zeige ich nicht mal was an. Wenn ich da jetzt rübergehe, fällt das bestimmt zusammen. Oh, er ist wieder nicht gehüpft. Da kommen wir nicht wieder zurück. Das war's. Mir ist kalt. Ich irre durch den Wald. Ein Monster läuft rum.
Und ich bin ziemlich dumm. Scheiße. Hätte ja sein können. Oh, wo endet mich das dran? Auch so ein kleines... Oh, habe ich da was gesehen? Oder war das nur eine optische Täuschung? Das ist aber groß. Das macht Bumsschritte. Da lauert wieder nur der Tod. Ist das Edgar das Monster? Oder hat das Monster Edgar getötet? Nein, da geht's nicht weiter. Ah. Eine Brücke. Aber ich bin doch hier unten. Ich will über diese Brücke. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Ich halte mich mal hier lang. Ich höre nichts. Das ist aber groß und weit hier. Und nur steile Felsen. Und kaltes Wasser. Auf meiner Haut. Hilfe! Hier ist irgendwie ein Zaun. Jetzt erinnert mich das auch ein bisschen an Grim Dawn. Ja, hier ist eine Kirche. Hilfe! Ich will hier rein. Oh. Wir gucken jetzt mal ins Tagebuch. Diese fürchterliche Kreatur. Nein, das kann nicht real sein. Das ist unmöglich. Ich kann Vision und Realität nicht mehr auseinanderhalten. Mein Verstand dreht durch und ich verliere die Kontrolle. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Der Ruf wird stärker. Der Würfel muss ganz nah sein. Dieses gesamte Gebiet scheint unter Kontrolle des Ordens zu stehen. Und so wie es aussieht, ist Edgars Hütte im Zentrum ihres Territoriums. Scheinbar wusste er nichts davon, aber wie ist es überhaupt möglich, dass er es nicht wusste? Die Hütte gehörte Großvater William. War es ein weiteres Geheimversteck, in der sich die anderen Mitglieder des Ordens traf? Ich muss diesen Ort erreichen, aber ich muss äußerst vorsichtig sein. Sie wissen, dass ich hier bin. Das soll die Kreatur sein, die haben wir aber gar nicht gesehen. J. Ah, eine Seite. Notizen eines Gefangenen. Nennen. Sie sind zurückgekommen. Sie haben Juan und mich gepackt und nach draußen in die Wälder getragen. Sie haben uns gefesselt und die Augen verbunden, damit wir nicht sehen konnten, was vor sich ging, aber wir konnten alles hören. Ich kann auch immer diese schrecklichen Gesänge hören. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie kein einziges Wort gesprochen. Aber als ich diese Schreie hörte, oh Gott, dann ganz plötzlich sind sie einfach gegangen und haben uns allein zurückgelassen. Aber kurz darauf hat sich uns irgendwas Riesiges genähert und Juan mitgenommen. Niemals werde ich seine qualvollen Schreie vergessen. Zum Glück habe ich es geschafft, mich zu befreien und wegzulaufen. Aber das, was ich gesehen habe, ich will gar nicht daran denken, was mit mir geschehen wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Diese verlassene Kirche hier ist die einzige Zuflucht, die ich finden konnte. Hier sind überall Skelette und alles ist von zähflüssigen Substanz bedeckt, aber alles ist besser, als dort draußen zu sein. Ich werde die Nacht hier verbringen und versuchen, zum Auto zurückzugehen. Hat nicht geklappt. Zähflüssige Substanz. Aha. Was war das jetzt? Hä? Was hat sich Herr Guso dabei gedacht? Da ist wieder ein Brunnen. Skelette. Ist das die olle Flüssigkeit oder Substanz? Tatsächlich, hier sind Skelette. Da auch. Menschen, die es nicht geschafft haben. Da geht es irgendwo weiter. Wir gehen mal zum Brunnen. Vor dem Tore.
Ah, der ist gefüllt. Ist aber der gleiche Brunnen. Ja, sorry, man kann nicht alles neu erfinden. Das kostet auch alles viel Zeit. Und dann nimmt man Assets, also vorgefertigte Dinge, die es wahrscheinlich für... Hier ist der Friedhof. Für die CryEngine gibt. Und dann ist gut. Man muss nicht alles neu erfinden. Ich dachte, ich kann hier was lesen, aber ist nicht so, ne? Also hier geht's zum Friedhof. Jetzt bin ich hier schon eingedrungen. Da hängt wieder einer. Ich weiß aber jetzt nicht. Ich denke mal, das geht hier hinten irgendwo weiter, was ich nicht gesehen oder ignoriert habe, wie hier zum Beispiel. Da ist wieder Licht. Wie weit noch bis zu Edgars Hütte? Ich habe mich verlaufen. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Da hinten ist eine Hütte. Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Und wenn, dann haben wir einen Checkpoint. Das ist eine Hütte. Da oben. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein will. Wenn ich das Licht hier schon sehe. Hä? Aber... Jetzt habe ich mich aber verfehlt. Das hat man gemerkt, ne? Ich weiß aber nicht, wo ich langlaufen soll. Ich laufe einfach. Hier. Also in die Hütte kommen wir nicht. Oh. Oh. Ein Brunnen? Oh. Habt ihr das gesehen? Da war's. Laufe ich jetzt wieder zurück? Das ist eine andere Brücke. Es speichert. Oh, Arschloch! Können wir erstmal gucken. Ah, hier sind Wölfe. Ja. Wölfe. Wölfe. Hier ist nichts weiter. Ein paar Ruinen. Ein paar Reste von Mauern. Die sowas so wie so einen Weg darstellen. Alte Gebäude hier, aber ganz alt. Da ist wieder ein Tisch. Ist hier wieder eine Seite? Nein. Hier könnte es weitergehen. Kisten. Wir gucken aber uns hier überall um. Aber hier ist nichts weiter. Da habe ich mich aber verfehlt. Na, habe ich mich da. Habe ich mich. Ah, das gehört ja auch dazu. Ist ja auch ein Horrorspiel. Nein, da will ich nicht hin. Ich gehe jetzt zu diesem anheimelnden Licht und dann zu diesem und dann gehen wir hier in die schönen, in den dunklen Gang, so wie sich das gehört. Wir werden beobachtet. Warum werden die Menschen bestraft? Was haben wir getan? Verschwinde. Ich bin verschwindet. Oh, Loading. Kapitel 6, Edgars Hütte. Die Hütte sollte ganz in der Nähe sein. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Die Temperatur sinkt drastisch und der Wind wird immer stärker. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich muss einen Weg finden, mich aufzuwärmen, oder das hier wird mein Ende sein. Ist das die Brücke, die wir gesehen haben, wo ich dachte, sagte, ich will da drüber?
Kann ja möglich sein, ne? Ach ja. Der Wind wird immer stärker. Ich will in meinen Ärger. So, nun komm hier, Spiel. Ich bin alt und ungeduldig. Ich will das Ende noch vor meinem Ableben erleben. So, jetzt. Oh, Texturen sind auch schon da. Oh, jetzt kommen auch die Pflanzen. Jetzt ist ihm aber kalt. Was ist das da? Können wir das erkunden? I'm freezing. I need to find shelter as soon as possible. Die Tür ist zu. Die hier auch, hier ist eine Glocke. Alles zu. Warum ist immer alles zu? Toll. Da ja was gekonnt. Also in diesen Turm kommen wir nicht. Und da oben ist es warm. Wärm dich an dieser Lampe. Schluck sie runter. Da ist eine Hütte. Vielleicht können wir die nehmen. Da ist ein Feuer. Nein, das Feuer ist ausgegangen. Ich muss Holz nachlegen, wenn ich mich aufwärmen will. Gott, wo finde ich jetzt Holz? Guck mal. Ich muss mehr davon finden. Zweig. Reicht das schon? Ich habe nur zwei Zweig. Ich brauche mehr Holz. Ein paar mehr davon sollten reichen. Oh, ist ja mal gut hier. Ich krieg keinen Punkt. Cool, ne? Ja. Ja, ich glaube ihm ja, dass ihm kalt ist. Das reicht jetzt, Gott sei Dank. Oh, guck mal, da kommt schon Blut. Er läuft auch nicht mehr. Ihm geht's nicht gut. Ah. Was war das? Hallo? Kommt man hier rein? Ach, das war die Glocke. Hier ist eine Tür. Die ist aber zugenagelt. Ich wehre mich nochmal kurz auf. So. Die Glocke war das. Die Glocke hing an der einen Tür. Da hing eine Glocke. An dieser Tür, da hing eine Glocke. An dieser da. Da werde ich jetzt mal gucken, ob die aufgeht. Nein, die geht nicht auf. Jetzt werde ich mal gucken, ob die Tür aufgeht. Die ist auf. Cool. Die kann ich aber auch nicht zumachen. Wird doch kalt. Hebel. Aha. Das ist ja ein tolles... Oh, ein schickes Bett. Ein Zettel. Des Wachpostens. Edgar macht sich erneut auf dem Weg zur Hütte. Wir haben jeden gewarnt. Wir werden uns verstecken und ihn beobachten. Wir können nicht zulassen, dass er irgendwas herausfindet. Warum? Der arme Edgar.
die Brücke, da müssen wir rüber und da brauchen wir wahrscheinlich eine offene Tür. Vielleicht hat der Hebel die jetzt geöffnet. Ich weiß es nicht. Hier ist wohl augenscheinlich nicht viel passiert. Hier könnte er sich hinlegen und ein bisschen ausruhen, aber hier schneit's rein. Hier ist nicht schön, ne? Wie soll man da ankommen? Oh. Wer baut sowas? Bitte sei auf Tür. Danke! Danke! Oh, das ist die Brücke, die wir von unten gesehen haben. Oh, Junge! Da oben leuchtet es rot. Oh, wir haben es geschafft. Ich hätte mal gern einen Speicherpunkt, ja? Das muss doch wohl mal möglich sein, das. Noch eine Glocke. Ja. Da ist ein Feuer. Wollen wir da mal hingucken? Ah, hier ist wieder ein Auge. Hier wird wieder beobachtet. Ach, es hat gespeichert. Gut, nächste Folge geht's weiter. Tschüss.